Heute sind wir in einer verlassenen Fabrik der New York Hamburger Gummiwaren Company und werden diese zusammen erkunden. Ich werde euch im Laufe des Videos die Hintergrundgeschichte der Fabrik sowie den Grund der Schließung mitteilen. Ich wünsche euch viel Spaß. Charles Goodyear entdeckte 1839 die Vulkanisation. Gut ein Jahrzehnt darauf erzeugte sein Bruder Nelson Goodyear nach dem bekannten Weichgummi das heute fast vergessene Hartgummi, den ersten großindustriell verwendeten Kunststoff. Heinrich Adolf Meyer, ein Sohn des Industriepioniers Steckmeier, erwarb 1851 die Patente für Europa. Gemeinsam mit Johannes Bücking und H.W. Morin gründete dessen Bruder Heinrich Christian Meyer 1856 die Harburger Gummikamp Company. Im gleichen Jahr wurde auch die Konkurrenzfirma Albert und Louis Cohn Harburg Schuhfabrik, später Phoenix AG, gegründet. Letztendlich gründete Johann Hinrich Wilhelm Morin und Konrad Poppenhusen, zwei alte Mitarbeiter der Harburger Gummikamm Company, die New York Hamburger Gummiwaren Company. In den Ruinen des Barmbecker Werkes wurde die Produktion nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen, jedoch bald nach Harburg verlagert. Ein Rest des Barmbecker Werkes befindet sich seit 1994 das Museum der Arbeit, seit 1984 das Stadtkulturzentrum Zinsschmelze sowie ein nach dem Elbtunnelbohrer Trude benanntes Restaurant.
Dieser Standort, in dem wir uns gerade befinden, wurde letztendlich 2009 verlassen, um mit seinen 200 Mitarbeitern in modernere Produktionsanlagen nach Lüneburg zu ziehen. Die Fabrikanlage in Hamburg-Harburg, an deren Standort schließlich über 150 Jahre für die Hamburger Gummicam Company und die NYH produziert wurde, steht teilweise unter Denkmalschutz. Die weitere Nutzung ist wegen einer vorhandenen Belastung mit Nitrosamin, ein hochkarzinogener Stoff, noch unklar.